Hallo Gerlinde, im Moment sprechen und schreiben alle über K2. Aber was ist heute deine Beziehung, dein Gefühl mit diesem Berg nach deiner letzten Expedition? Im Moment spüre ich ganz stark, dass ich ein bisschen Abstand brauche vom K2. Gerade die letzte Expedition vergangenen Sommer ist sehr traurig verlaufen oder hat ein sehr trauriges Ende genommen. Und trotzdem ist es so, dass mich dieser Berg nach wie vor total begeistert und fasziniert. Und ich spüre einfach, jetzt brauche ich aber erst einmal ein bisschen Abstand. Also wirst du es wieder bald auf K2 wiederkommen? Ich kann das jetzt noch nicht genau sagen, ob und wann ich zum K2 zurückkehren werde. Aber ich lasse jetzt ein bisschen Zeit vergehen und mein Bauchgefühl wird mir dann zeigen, ob ich zurückkehre und wann ich zurückkehre. Wie würdest du K2 mit 3 Wörtern beschreiben? Nur 3? Wunderschön, kraftvoll und gefährlich. Okay, danke. Und was ist deine Meinung über diese Stangl-Geschichte und was er in der Pressekonferenz gesagt hat? Ich muss zugeben, dass ich noch nicht die Möglichkeit hatte, mich ganz genau zu informieren, was los gewesen ist. Aber im ersten Moment, als ich die Nachricht erfuhr, war ich einfach sprachlos und bin natürlich sehr, sehr enttäuscht. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich kann einfach nicht verstehen, was da in seinem Kopf vorgegangen ist. Also ist mir wirklich unerklärlich und nicht akzeptabel. Auf einer solchen Höhe kann es wirklich alles in einem Kopf geschehen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir, wo wir als Profi-Bergsteiger unterwegs sind, kennen eigentlich unseren Körper schon ganz genau und sollten eigentlich wissen, was wir tun. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht nachvollziehen kann, was da in seinem Kopf vorgegangen ist. Schließlich, ich habe auf deiner Webseite gelesen von einem Spendenaufruf für Pakistan-Gebiete. Also die Bergsteiger denken nicht nur an ihre Ziele, sondern auch an das sozial- und ökonomische Probleme. Selbstverständlich, das ist für uns sehr wichtig. Wir sind schon seit vielen Jahren in Pakistan unterwegs. Meine ganz erste Expedition habe ich am Broad Peak unternommen in Pakistan. Ich habe zu diesem Land einen sehr intensiven Bezug zu den Menschen vor Ort und man kann einfach nicht wegsehen, wenn eine Katastrophe passiert, so wie die Überschwemmungen, die vielen Murenabgänge. Und wir versuchen, oder ich versuche, so gut es geht, da meinen Beitrag zu leisten für den Wiederaufbau. Danke. Sehr gern.